Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, die letzte Folge war ja nun extrem mühsam. Wir hatten ja da dieses kleine Haus. Da. Und was uns da erwartet hatte, war ja im Grunde schlimmer als die siebte Nachthorde. Sehen die mich hier? Nee. Nicht, dass ich hier gleich sterbe, bevor ich überhaupt meine Anmoderation gemacht habe. Also ich brauchte eine Pause nach der letzten Folge. Das war ja hier nur extrem, was hier an Zombies kam. Und die haben hier ganz schön gewirtschaftet. Wahrscheinlich war ich das meiste auch mit meinen Rohrbomben. Ich vermute auch, dass das wieder ein Bug war, weil es sind ja nur Zombies gekommen. Es war ja nie Ruhe hier. Und jetzt ist es hier ruhig, weil ich neu gestartet habe. Weil ich wirklich eine Pause brauchte nach dieser Odyssee, möchte ich das ja fast nennen. Da manche Angst vor der siebten Tag-Horde. Was ich da erlebt habe, das war ja nur schon nicht mehr feierlich. So, wir machen mal hier ein bisschen Platz im Inventar. Die Handschuhe brauchen wir im Grunde auch nicht. Ja, das behalten wir mal. Die machen wir mal weg hier. Brauchen wir auch nicht. Glas brauchen wir jetzt auch nicht. Die Stühle auch nicht. Den Nagel auch nicht. Und Kornmehl. Wozu? Da haben wir ein bisschen Platz. Können wir hier gleich noch ein bisschen weitergehen. Es ist gerade so schön ruhig hier. Schlecht zwar überall irgendwas. Aber ich vermute, das sind die Tiere. Gut, nehmen wir ein bisschen Eisen mit, damit wir vielleicht das Haus ein bisschen verstärken können. Möchte nämlich in dem Haus bleiben. Ich möchte da noch nicht weg. Und ich hoffe, dass ich wieder in der Nacht so ein Kreischer komme. Und gleich eine übermenschliche Horde anlocken. So, wir müssen in der Folge, die ja nun schon... Achso, das ist unser ganzer Krempel. Ja, der Tag ist ja schon ziemlich weit am Ende. Da müssen wir jetzt unbedingt nach Federn suchen. Weil wir haben so viele Pfeile verschossen in der letzten Folge. Dass, wenn uns das normal passieren sollte, wir wahrscheinlich... Ups, jetzt kriege ich hier einen Schreck. Ja, hier sind noch die ganzen Überreste. Einige sind ja schon weg. Braucht die jetzt nicht wegmachen. Hier war irgendwo ein Vogelnest. Was ich noch nicht gelootet habe, aber gesehen hatte in der letzten Folge, aber jetzt wahrscheinlich nicht finde. Ja, hier liegen überall noch die Überreste. Und gut, dass sie despawnen, man braucht sie nicht mehr kaputt machen wieder. Wir nehmen uns aber mal Tee mit. Und hatten wir schon leere Flaschen? Ja. Werden wir nämlich auch gleich mal füllen hier. So viel zum Federsuchen. Oh, das Wasser holen haben sie jetzt vereinfacht, oder das war einfach mal Glück? Ich finde ja, die haben das Spiel dunkler gemacht, oder? Kann ich hier in den Optionen vielleicht... Video. Kann ich das Gamma ein bisschen hochstellen, weil... Ja, das hatte ich runtergestellt. Weil mich das Schnee, der, ich war ja die ganze Zeit im Schneebiom, da hat mich der Schnee so ein bisschen geblendet. Sieht schon wieder ein bisschen heller aus. Oh, die Lampe können wir mal ausmachen. So, es soll jetzt eigentlich nur darum gehen, Federn zu suchen. Und ich genieße wirklich die Ruhe, mal keine Zombies hier zu haben. Was nicht heißt, dass das so bleiben muss. Da hinten klopft einer gegen. Was macht der die Krankenschwester da? Die hat doch BSE, oder? Die reibt sich am Baum. Ach, ist sie chill. Gut, wir lassen sie mal. Möchte jetzt nicht riskieren, meine letzten Pfeile an so einen hässlichen, mistigen Zombie auszugeben. Ein paar haben wir ja noch, aber
Ich weiß, wo ein Zombie ist. Ist der zweite nicht weit. Nun hatte ich ja Glück, dass nicht die Schneebiom-Zombies noch angerannt gekommen sind in der Nacht. Weil mein Haus war ja nur im Grunde nicht abgesichert. Da kommt schon wieder ein Zombie. Ich möchte jetzt keinen Zombie haben. Sonst kommen wieder ganz viele. Ich will eine ruhige Folge haben. Eine ganz ruhige Folge. Spät am Abend. Ich will nur ein paar Federn haben. Die Folge soll nur sich um Federn handeln. Na, ich werde mal schon mal Pfeile anfangen zu bauen. Habe ich denn alles genug? Steine habe ich und Holz habe ich auch genug. Gut, es mangelt tatsächlich nur an Federn. Und hier mit diesem ganzen Gras sieht man diese Nester ja auch ganz schlecht. Ist da hinten Müll oder war das ein Zombie? Oder war das weder das eine noch das andere? Gut, hier läuft eine ganze Masse rum. Da hinten ist auch wieder ein Zombie. Aber solange mich keiner sieht, ist alles gut. Und da ist so ein verbuggtes Huhn. Nein. Gut, das Fleisch werde ich aber mal rausschmeißen. Ich möchte jetzt nicht entdeckt werden. Und wir haben ja noch die Dosen da. Werde eh gleich entdeckt, habe ich das Gefühl. Es war schon so lange so ruhig. Hab's nicht mal geschafft, den Satz zu beenden. Wo ist denn der Crawler, der mich da gesehen hat? Es kommen wieder von überall welche. Wo denn? Ich sehe euch gar nicht. Da oben ist so ein Zappelheini wieder. Ein Weapon Repair Kit. Super. Ne, dich wollte ich. Ein bisschen Munition. Bist du noch weit genug weg? Wahrscheinlich. Da kommen sie ja schon wieder alle. Gut. Denn so. Sollte ich vielleicht auch mal ganz machen, wenn es geht. Ach, sehr ruhig. Wo denn? Irgendwo? Ach da! Mensch, hast dich hinterm Berg versteckt. Schon wieder Schimmelbrot. Ja, hau mal den Berg da. Ist richtig. Du bist da weg. Haben wir uns beide verfehlt. Sollten wir keinen zeigen. Das ist der Crawler. Der die alle gerufen hat, der ist schuld. Dieses Mistvieh. Oh, das hat ja richtig Knack gemacht. Das muss wehgetan haben. Guck mal hier so. Die Keule taugt ja nicht. Ups. Ja, du bist weg und wir kriegen einen Baum. Da hast du aber Glück gehabt, dass ich im Baum hänge. Ich hänge im Baum und komme nicht weg. Und ich habe keine Binde, war doch.
Ja, schwierig. Ich komme nicht mehr. Ja, haben wir doch gleich. Ach, ist das schwierig. Huh. Da hat mich ein Baum festgehalten einfach. Haben wir irgendwas, was uns ein bisschen gesund macht? Ach, die kann man nicht mehr skrippen? Auch interessant. Kohle. Hab gerade ein bisschen Schiss hier. Gut, aber der dreht da hinten ab. Sehen die mich noch? Nö. Denn das ist ja gut. Sie läuft da hinten weiter. Alle Dude. Die sind da stehen geblieben und hier werden auch noch welche laufen. Okay. So, wir gehen wieder auf Federnsuche. Was ist jetzt passiert? Achso, durch Laufen bin ich aufgestiegen. Hätte auch mal ein paar Punkte zu verteilen, fällt mir gerade mal so ein. Kein Platz ist schlecht. Gut, wenn ich die jetzt überhaupt nicht mehr scrappen kann, wozu brauche ich die? Vielleicht kann es jemand in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht. Früher konnte man daraus ja immer noch Eisen machen. Gut, also ganz so ruhig war die Folge nicht. Mussten doch noch kämpfen. Und hinter mir ist ganz schön Bewegung. Jetzt. Nagel brauche ich definitiv nicht. Das Ei brauche ich jetzt auch nicht. Und das kann ich erstmal scrappen. Ich habe das Gefühl, davon gibt es auch gar nicht mehr so viel. Früher hat man das an jeder Ecke gefunden. Und zurzeit findet man es kaum noch. Und wenn man dann wirklich... wirklich Munition machen will, fehlt einem das am Ende. Ist mein Haus sicher hier? Halbwegs wenigstens? Ne, da hinten läuft schon wieder die nächste. Schrei nicht so, nicht dass wieder jemand auf uns aufmerksam wird. Schimmelbrot brauche ich, Wasser und Tabletten nehme ich gerne. Gut. Bisher ist Ruhe, da hinten ist noch einer. Gut, den lasse ich laufen. Dann werden wir hier mal das Loch schließen. Und vielleicht die Tür komplett draußen lassen. Das Dach machen wir mal auch. Werden wir mal gleich auf hier. Mit Eisen natürlich nicht. So, zack, 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 zack. Und die Tür ist dann auch weg. Haben wir hier wenigstens Ruhe. Müssen uns hier drum nicht kümmern. Hier unten werten wir mal auch auf, weil... Da haben sie ja nur ganz schön weggeschlagen, oder? Das waren die Rohrbomben, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie die Wirkung auf die Steine haben, auf die Blöcke.
Zeitlang hatten sie ja ganz schön abgewertet. Jetzt gehen sie ja mittlerweile wieder. Das ist auch kaputt. Hier hatten sie doch auch ein Riesenloch reingeprügelt, ne? So, machen wir auch zu. Sind sie ja nicht reingegangen, kommen durch den Kühlschrank. Auf jeden Fall schön, dass es hier wieder ruhig ist. Die haben so auch überall gegengekloppt, die. Dann läuft schon wieder ein Zombie. Hey, lauft weiter, lasst mal in Ruhe hier. Ich will jetzt diesmal meine Ruhe haben. Hey, kommt natürlich her, ne? Die muss jetzt herkommen. Und dann nehme ich sie weg, bevor es Nacht ist. Nicht schreien. Ist gleich gut. Upsi. Ja, ich gebe die Blume auf. Kann ich dir denn die Blümchen geben? Bitte. Aufwerten bringt ja immer noch nichts hier. So viel Eisen habe ich nicht bei. Wie sieht es mit dem Holz noch aus? Haben wir noch ein bisschen. Eisen geht uns aus. Müssten wir vielleicht doch mal nach Hause und uns wieder Eisen machen. Das kann auch weg hier. Das ist bräunlich. Das ist eh nur grau. Ziehen wir eine kurze Hose an, das ist wahrscheinlich besser. Ach, dieses Geklimper hätten sie mal leiser machen sollen, statt hier so die Zombies so zu verändern. Gut. Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt überhaupt? Nicht wirklich viele. Mir wäre ja noch ein paar mehr lieber. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Ich sehe keinen, aber ich gehe zurück. Nehmen wir mal die Büsche hier weg, nicht, dass wir uns da wieder aufhängen in irgendeinem Busch. Das war eben auch schon ganz schön knapp. Aber die Folge ist. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ach, es ist schön hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was er zu den Neuerungen sagt. Und ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen. Tschüss.